Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Verbotene Geheimnisse, die Alienstadt. Das letzte Mal haben wir hier versucht, rauszufinden, wie wir die Uhr hier drehen müssen. Und es wurde gesagt, an anderer Stelle im Spiel, da haben wir das schon mal gesehen. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Aber wenn wir was finden, wird das ja immer in unser schlaues Buch geschrieben. Und da gucken wir jetzt mal fix nach. Ob wir irgendwas finden, was ja irgendwie so ausschaut. Ja, nur eine Seite zurückgeblättert und ich finde schon was. Hier haben wir ein Quadrat und ein X. Und das X steht ja für die 10. Das heißt, da könnte das eventuell schon passen. Gucken wir mal nach, ob wir diesen Dreieck und... Was ist ein Kreis? Ja, war ein Kreis. Ob wir das noch irgendwo anders finden. Was war da? Kann man nicht anklicken. Nein. Auch nicht. Nein, ernsthaft jetzt? Ich habe eigentlich gedacht, das ist irgendwie so ein Transport-Dings-Symbol. Naja, gut. Dreieck auf 4. Okay, Dreieck. Ups. 1, 2, 3, 4. Und Kreiseck. Wohin kommt das Kreiseck? Wow! Das war dann wohl aus Versehen, richtig. Upsi. So, was kriegen wir denn? Wir kriegen eine Scheibe. Das war's jetzt? Ja. Das war's ganz offensichtlich. Müssen wir hier noch irgendwo was? Ne, da funktioniert nichts mehr. Was haben wir hier? Nur das Buch. Hier geht's nicht mehr weiter. Gehen wir mal raus. Ja. Guti, was haben wir denn da? Ja, das nicht. Aber wir kriegen jetzt einen Pokal. Yay, jetzt haben wir drei Pokale. Und was machen wir jetzt? Gucken wir mal eben auf die Karte. Wir können zum Archiv gehen und zum Hotelflur. Aber gehen wir mal zum Archiv, ist näher dran. So. Hier haben wir dieses Ding. Das war der Kreis. Auf den ich aus Versehen übrigens den Zeiger habe fallen lassen. Ich dachte nicht, dass das richtig gewesen wäre. Naja. Okay, zurück. Zurück, zurück, zurück. Die Kiste ist abgeschlossen, es fehlt ein rundes Teil. Wir haben ein rundes Teil bekommen, diese Scheibe. Die stopfen wir da jetzt mal rein und passt. Was muss man machen? Drehe und verschiebe die Teile des Puzzles, um das Bild wiederherzustellen. Okay, kann ich die nur so drehen? Ja, wahrscheinlich. Nein. Kann ich nicht. Ich kann die auch so drehen. Das waren aber die Füße. Okay, dann so rum. Füße rein. Dann drehen wir den nochmal irgendwie so. Und so. Und so. Yay, fertig. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Hier gehört zum Beispiel dann der hin und dann stimmt es ja auch natürlich nicht wieder. Wieder nicht. Nicht wieder. So, gut. Dann schauen wir doch erstmal, dass wir die anderen Ecken irgendwie gerade zusammenbekommen. Ups,
Na, komm her. Komm her. Na, willst du wohl? So. Und Kerzen, die Kerzenecke, das ist das diese hier? Nee, die ist nicht richtig. Es muss das hier sein. Jo. So, und jetzt müssen wir nur diese Dinger in die richtige Reihenfolge tüdeln. Kann ich das graue Ding dazu nicht missbrauchen? So ist das schon mal richtig. Dann drehen wir den einfach mal weiter. Und dann drehen wir diesen auch weiter. So. Wo muss der Grüne denn hin? Wenn der hier ist, dann kommt er hier direkt nach dem Roten. So. Grün. Dann den Blauen müssen wir hier rausschaufeln. Ups. Und der Blaue muss vor dem Roten kommen. Also hier. So. Ich drehe es nochmal einmal zurück, dann kann man es sehen. Ja, das sieht doch schon mal ganz passend aus. So, und da müssen wir jetzt die Kerzen, das Kerzenteil hinhaben. So, und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, wunderbar. Hui, da dreht sich's. Und auf ist das Kistchen. Schauen wir mal rein, was wir da finden. Ja, wir müssen wieder zurück zur Seite. Oh, unser Buch meldet sich. Bilden diese Zahlen einen Code? Ich habe in dieser Stadt nur ein Schloss gesehen, das man mit drei Zahlen öffnen kann. Im Bus neben dem seltsamen Mann mit der Sonnenbrille und dem Anzug. Danke für den Hinweis. Also im Bus neben dem seltsamen Mann mit der Sonnenbrille und dem Anzug. Gut, hier haben wir die Zahlen nochmal stehen. 753. Bis wir da sind, obwohl es so ein Klick sind, ist habe ich wahrscheinlich komplett vergessen. So, da ist der Bus. Ach ja, da war ja der Koffer. 7, 5, 3. Ich habe es tatsächlich bemerkt oder behalten. Noch ein weiterer Pokal. Was hat er da? Socken, wir können das hier mal alles auseinanderwühlen. Oh, oh, wir haben was zu verheimlichen und zu verstecken. Schauen wir mal rein. Das Büro sendet mich nach Fort Nightingale, um eine elektromagnetische Anomalie zu untersuchen. Die Anomalie ähnelt der, die bereits im Jahre 1957 auftrat, als eine Atombombe aus einem Militärtransporter verschwand. Das Militär transportierte einen Atomsprengkopf in einem sorgfältig gesicherten und gepanzerten Fahrzeug. Nachdem das Fahrzeug in einen Unfall verwickelt wurde, verschwand die Bombe spurlos. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Sie verschwand also aus dem Inneren eines verriegelten Fahrzeugs. Das war das erste Mal, dass wir Zeugen des Phänomens der Massenerstarrung wurden. Der Fahrer und die militärischen Wachen im Transporter verbrachten mehrere Monate in einem katatonischen Zustand. Als sie wieder zu sich kamen, konnten sie sich an nichts erinnern. So sah das dann aus. Zack, und Atombombe weg. Können wir weiterblättern? Nee, können wir... Moment. Moment, ich will weiterblättern. Also, das war genauso ein Agent wie wir jetzt hier. Und, er hat wohl nicht ganz so viel Glück gehabt. So, was haben wir noch? Ein Zimmerschlüssel mit der Nummer 70 fürs Hotel. Und das war's erstmal gewesen. Naja, gut. Dann gehen wir hier mal zum Hotelflur. Hier haben wir die Nummer 70 ja bereits entdeckt. Zimmerschlüssel und Zimmer auf. Und Zimmer auf. Ach ja, die Klinke müssen wir auch noch benutzen. So, Tür ist auf, rein geht's. Ja, heimelig, überall Gammel. So, was finden wir hier denn? Eine Vitrine mit Pokalen. Einige der Pokale fehlen. Ja, ein paar haben wir ja schon dabei. 4 Stück, um genau zu sein. Das ist aber so noch nicht alles.
So. Erleichtern wir uns aber mal ein bisschen. Oh, einfach da so hingeklickt. Fehlen also noch zwei. Im Inventar haben wir auch nicht mehr allzu viel Zeug. Ah, der Kritikkist passt da sicher auch hin. Nein. Ja, wollen wir mal sehen, wie wir jetzt an müssen. So. Im Bett, natürlich. Ich hebe meine Pokale auch grundsätzlich alle im Bett auf. Und hier liegt auch noch einer. Der Knopf ist festgerostet. Ich muss ihn irgendwie aufbekommen. Mit Entroster. Bisschen WD-40 drauf, dann läuft die Geschichte. Ja, wohl nicht. Zack. Und zack. Und Magic. Ich muss die Pokale in einer bestimmten Reihenfolge anordnen. Ich kann jetzt nicht wieder lösen, oder? Nein. Na, lass dich wegklicken. Dahin und dahin? Nein. Oder so verschieben, seitlich? Nö, geht auch nicht. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Sagt unser Buch irgendwas? Oh, unser Buch sagt was zu dem Agenten. Meine Intuition hat sich als richtig herausgestellt. Der Mann im Bus war wirklich ein Geheimagent. Er ist nach Fort Nightingale gekommen, um eine neue elektromagnetische Anomalie zu untersuchen. Das ist richtig, eine neue Anomalie. Das ist hier schon einmal geschehen. Und genau wie diesmal sind die Leute damals erstarrt. Nicht nur, dass es verschwand, sogar eine Atombombe von einem militärischen Stützpunkt. Ach, was habe ich da jetzt gelesen? Nicht nur das. Es verschwand sogar eine Atombombe von einem militärischen Stützpunkt. Steckt die KGB dahinter? Haben Aliens sie gestohlen? An diesem Punkt angelangt bin ich bereits. Fast. Ja. Ich kann keinen Satz mehr gerade auslesen, ist ja schlimm. An diesem Punkt angelangt bin ich bereit, fast alles zu glauben. Nachdem der Agent in Fort Nightingale angekommen war, hat er sich mit einem Freund namens Sam getroffen, einem ehemaligen Mitarbeiter des Secret Service, der jetzt als bei der Eisenbahn arbeitet. Das ist doch sicher der mürrische alte Kerl, der uns hier rüber chauffiert hat. Sam hat mich dann netterweise in die Stadt gebracht. Sein Freund hat an dem letzten Fall gearbeitet oder was? Ja, das war dieses. Ich muss die immer noch irgendwie sortieren. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Geht es vielleicht, wenn ich hier zurückgehe? Nö. Kann ich was wieder in mein Inventar zurücklegen? Nein. Ja, was machen wir da jetzt nun? Ein Tipp? Ja. Okay. Ordne die Pokale genau wie in der Zeichnung an. Und jetzt kann ich sie. Jetzt kann ich sie bewegen. Da muss ich aber ein bisschen näher an den Monitor gehen. So, erst kommt der mit dem Nupsel da oben drauf. Dann der mit dem Lorbeerkranz, Samurai-Helm-Verschnitt. Dann dieser Schnörkelige hier. Was haben wir dann? Dieses Blumenvasen-mäßige Ding. Boah, jetzt wird das aber echt schwierig zu erkennen hier. Der hier. Na, das war genau falsch. Der kommt dahin. Der kommt dorthin. Ist das dieses. Ja, das sieht ganz danach aus. So. Oh ne, das ist ja fies. Die sehen sich ja ähnlich. So rum. So, du kommst hier nach oben. Und dann der hier. War es richtig? Das war richtig. Tja, haben wir wohl Glück gehabt. Und ein Geheimgang öffnet sich. Was sagt unser Buch? Sam.
Der Mann, der mich nach Fort Nightingale gebracht hat, stellte sich als komplexere Persönlichkeit heraus, als ich es angenommen hatte. Sein Name ist Sam. Er ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Secret Service und hat früher Anomalien untersucht. Auch die elektromagnetischen Phänomene, das seltsame Verhalten der Bewohner von Fort Nightingale und die UFO-Sichtungen in dieser Gegend. Wurde er dazu gezwungen, seinen Dienst zu quittieren? Wissen wir nicht. Können wir denn hier irgendwo... Was haben wir da? Jemand hat die Babys auf den Stufen des Waisenhauses ausgesetzt. Die Leute nennen sie die großartigen Zehen. Okay. Clarissa Anderson ist davon überzeugt, dass Aliens ihre Eltern entführt haben. Anthropologen haben eine Zeichnung eines UFOs in einer Höhle in der Nähe von Nightingale entdeckt. Die Zeichnung ist mehr als 500 Jahre alt. Einwohner von Nightingale haben einen riesigen, flammenden Ball am Himmel gesehen. War es ein UFO oder ein militärisches Experiment? Es grassieren Gerüchte über eine Atombombe, die aus einem der örtlichen Militärbasis CN-74 verschwunden sein soll. Eine starke elektromagnetische Anomalie trat in Nightingale auf. Sie zerstörte fast das gesamte Gerät des dort stationierten Militärs. Boah, furchtbar. Jetzt muss man gleich ein bisschen Gesichtslockerung betreiben oder so, dass ich hier wieder geradeaus sprechen kann. Farmer Nixon sagte... sagte, er habe gesehen, wie die Augen der 10 Kinder geglüht hätten. Alle Kinder wurden adoptiert, die neuen Eltern waren begeistert. Ja, das sollten sie doch auch sein, oder? Ist das nicht dann irgendwie normal? Die Einwohner von Nightingale werfen dem Militär vor, für die Unfruchtbarkeit vieler Paare in der Stadt verantwortlich zu sein. Ja, also hier wird eine ganze Menge rumspekuliert und ja. Wie heißt das noch? Vergessen. Also es wird auf jeden Fall viel und wild rumspekuliert und gemacht. Und naja. Was letzten Endes da wohl stimmen kann, das versuchen wir beim nächsten Mal zu ergründen. Wenn es wieder heißt, verbotene Geheimnisse, die Alienstadt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Solaren.